In Amerika eine der populärsten Sportarten, in Deutschland eine absolute Randsportart, Baseball. Heute bin ich bei den Münster Cardinals und mein Ziel ist es, etwas mehr über die Sportart und über den Verein zu erfahren. Ja, bei mir ist jetzt der erste Vorsitzende der Cardinals Münster, Martin Böttcher. Hi, Martin. Hi. Ja, der wird mit mir jetzt etwas mehr Auskunft über den Verein geben. Und erstmal würde mich interessieren, was für Angebote habt ihr eigentlich so im Verein? Momentan haben wir also drei Mannschaften. Einmal eine U11, da spielen also wirklich alle bis 11 Jahre drin. Dann eine U15 und dann haben wir noch eine Mixed-Softball-Mannschaft. Softball ist so, ja, ist das gleiche wie Baseball, der Ball ist ein bisschen größer, das Feld ist ein bisschen kleiner, aber da haben wir dann die Erwachsenen erstmal drin, weil leider zurzeit keine Softball- und keine Baseball-Mannschaft, also ein Damen- und ein Herren-Team haben. Dann würde mich als nächstes interessieren, die Regeln vom Baseball. Also ich muss sagen, ich bin da nicht so drin in der Sportart. Ist das so ein bisschen so ähnlich wie Brennball, was man vielleicht noch aus der Schule kennt, oder wie kann man die kurz zusammenfassen? Also Brennball trifft es eigentlich sehr genau. Das ist normal. Man kann es ganz kurz zusammenfassen. Es wirft jemand auf mich, ich muss sehen, dass der Ball wegkommt und laufen. Also es gibt die offensive und die defensive Mannschaft. Davon stehen 9 im Feld und versuchen, den geschlagenen Ball zu fangen. Mhm. Und die offensive Mannschaft versucht halt, den geworfenen Ball einfach ins Feld zu bringen und das erste Base, dieses erste Mal zu erreichen. Das ist so im Großen und Ganzen die Grundregel. Und das Beste ist dann der Home Run, oder? Genau, ja, das ist der Home Run. Den kenne ich auch noch. Ja. Ja, seid ihr der einzige Baseballverein in Münster? Ja, wir sind als Baseball- und Softballverein in Münster einzig. Es gibt bei der Uni noch eine Softballmannschaft, die vom Hochschulsport organisiert wird. Mit denen machen wir auch manchmal was. Ja, was für Ziele habt ihr jetzt vielleicht noch so für die Zukunft? Wie soll sich der Verein deiner Meinung nach am besten weiterentwickeln? Weiterentwickeln wollen wir erstmal mehr Mitglieder und dass wir wieder ein Herren- und ein Damenteam aufbauen können. Dass wir jetzt so den Platz noch ein bisschen weiter ausbauen können. Stromanschluss, Wasser, ja. Duckouts nennt sich das, Unterstände an den Feldern. Mhm. Dass man da so ein bisschen weiterkommt und heimisch wird. So, dann habt ihr jetzt einen kleinen Einblick in die Sportart Baseball und den Verein, die Cardinals Münster, bekommen. Wer jetzt besonders viel Bock auf die Sportart bekommen hat, der kann entweder direkt zu den Cardinals Münster rennen und sich dort anmelden. Oder wer als stiller Beobachter dabei sein möchte, für den sind dieses Jahr die Baseball-Europameisterschaften in Deutschland. Vielleicht auch ganz interessant. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao.